Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wie ist das eigentlich alles so gekommen? Ich meine jetzt nicht, wie Alpha Centauri in die Welt gekommen ist, sondern wie ist es überhaupt so geworden, dass alles so geworden ist? Denn schließlich, so hätte es doch eigentlich gar nicht werden dürfen, wenn man der Physik glaubt, und zwar einem Teil der Physik, der alles beschreibt, der sogenannten Thermodynamik. Sie wissen ja, es gibt verschiedene Theorien in der Physik, da gibt es die Quantenmechanik, die Relativitätstheorie, Kernphysik, Atomphysik, alles mögliche an Theorien. Und über diesen ganzen Theorien wabert eine ganz wichtige theoretische Beschreibung der Welt, die sogenannte Thermodynamik. Und dieser Thermodynamik gibt es nun eine Größe, die offenbar zu großen Missverständnissen führt, nämlich die Größe Entropie. Das kommt vom griechischen Entrepein und das heißt sowas so viel wie umdrehen. Entropie hat etwas damit zu tun, ob man etwas umdrehen kann, also ob man etwas noch einmal erreichen kann. Und was da geworden ist, ist die Welt. Und eigentlich sagt die Thermodynamik, die Entropie nimmt immer zu, also die Fähigkeit, etwas umzudrehen, wird immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Eigentlich hätte gar nichts werden dürfen. Und wir schon gar nicht. Meinen einige. Nun, um das mal ein für alle Mal für die Menschheit zu klären, hätte ich fast gesagt, heute die Frage, was ist Entropie? Und da wird hoffentlich einiges klarer werden. Ja. Vielleicht nicht alles, aber doch einiges. Und vor allen Dingen werden Sie sich endlich mal selbst verstehen. Also Entropie, ich habe mir extra einen Spickzettel mitgebracht, weil ich muss noch mal genauer hingucken nachher, damit die aus dieser Unordnung der Sendung auch eine ordentliche Sendung wird. Entropie, so sagt man in der Thermodynamik, in einem Spezialteil der Thermodynamik, in der statistischen Mechanik, Entropie hat was mit der Anzahl von Möglichkeiten zu tun. Nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir das Beispiel eines Kartenspiels. Sie haben also ein Kartenspiel gekauft. Das ist ja alles schön geordnet. Alle Siebener sind nebeneinander, alle Achter, alle Neuner und so weiter und so weiter. Das ist ein ziemlich geordneter Zustand, sage ich jetzt schon mal, mit einer niedrigen Entropie. Und dann fangen Sie an zu mischen. Ja, und wie wird der Zustand dann sein? Er wird anders sein als der Anfangszustand und Sie werden es nie wieder hinkriegen, durch Mischen diese 32 Karten jemals in den Zustand zu bekommen, wie er am Anfang gewesen ist, nämlich der völligen Ordnung. Und jeder Zustand, der danach kommt, ist eine weitere Möglichkeit und weil die Möglichkeiten der Unordnung bei diesem Kartenspielmischen so viel größer sind als die Möglichkeiten der Ordnung, nämlich die war ja nur genau einmal, nämlich wo alle Karten nebeneinander sind, heißt es bei diesem Kartenspiel, wie überall in der Welt, hat sich die Entropie vergrößert. Ja. Die Welt, so sagt die Thermodynamik, in der Welt vergrößert sich ständig die Entropie, die Unordnung. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, aber wir haben ja schon mal über den Urknall gesprochen. Der Urknall war doch eigentlich ein Zustand, der war sehr heiß, der war sehr dicht und der war sehr klein. Ja, wie kommt denn dann jetzt es überhaupt dazu, dass sich Galaxien bilden, Sterne bilden, Planeten bilden und auf manchen Planeten sogar Lebewesen entstehen? Das kann doch überhaupt nicht sein. Was ist denn da passiert? Das ist doch ein Verstoß gegen diesen Satz, dass alles zerfällt. Denn auch damit meinen einige, wäre Entropie beschrieben, mit dem Zerfall. Ja. Naja, also das wird jetzt alles nicht so einfach. Fangen wir mal so an. Erstens, Entropie ist eine sogenannte extensive Größe. Das heißt, sie hängt mit der Größe, mit der wirklichen Ausdehnung eines Systems zusammen. Seitdem das Universum expandiert, wird ja immer größer durch die Expansion, vergrößert sich die Entropie. Die wird riesig. Ja, die ist heute schon gewaltig und sie wird in Zukunft noch größer werden. Ja. Entropie, also nochmal, ein Zustand, der geordnet ist, ist ein Zustand niedriger Entropie. Ein Zustand, der ungeordnet ist, ist ein Zustand hoher Entropie. Und wo komm ich jetzt zum Beispiel her? Ich bin doch nicht ungeordnet. Wie komme ich denn in diese Welt? Bin ich ein Verstoß gegen diesen sogenannten zweiten Hauptsatz der Thermodynamik? Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, dass die Entropie immer zunimmt, gilt nur für geschlossene Systeme. Ja? Systeme, die von der Umwelt abgeschlossen sind. Aber ich bin nicht von der Umwelt abgeschlossen, Sie sind es auch nicht, die Erde ist es auch nicht. Wir sind nämlich kosmische Durchlauferhitzer. Lebewesen, und das sehen Sie auf dem Bild hier, das soll es einfach darstellen, die Lebewesen auf diesem Planeten haben etwas damit zu tun, dass die Sonne sehr heiß ist, dass, also knapp 6000 Grad, dass das Universum sehr kalt ist, nämlich 2,7 Kelvin, ja, und dass die Erde genau dazwischen liegt mit ihrem Temperaturbereich. Lebewesen auf der Erde gibt es nur deshalb, weil das Universum so riesig ist, die Entropie da also wahnsinnig gewachsen ist und weil diese Lebewesen auf der Erde Energie aufnehmen von der Sonne und auch Energie wieder abnehmen. Wir nehmen entropiearme Nahrung auf, zum Beispiel Zucker und Fett, und geben energiereiche Teile ab.
Da möchte ich nicht weiter drüber sprechen. Aber zum Beispiel auch, wir geben ja ab Kohlendioxid, Wasserdampf, ja, wir schwitzen, und festes und flüssiges Material. Das ist aber deutlich entropiearmer als das, was wir aufnehmen. Um also Energie aufzunehmen, oder andersrum gesagt, wenn man Energie aufnimmt, ist man in der Lage, einen Zustand niedrigerer Entropie zu erhalten. Allerdings nur auf Kosten der Umwelt. Ja? Denn in der Umwelt nimmt die Entropie natürlich zu. Ich verteile Wärme, Strahlung, ich verteile Wasserdampf, Kohlendioxid. Ja? Das nimmt ständig zu. Und wenn jetzt zum Beispiel in diversen Literatur, wie soll ich das ausdrücken, Produkten davon gesprochen wird, es müsse ja für die Entwicklung von der Amöbe bis zum Menschen, müsste es einen stark informationserzeugenden Mechanismus geben, da kann ich nur lachen. Ja? Das ist Blödsinn. Denn angesichts der Menge an Desinformation, die produziert worden ist, schlicht durch die Expansion des Universums, ist das bisschen Information, und darauf kommt es nämlich jetzt an, Entropie hat nämlich etwas mit Information zu tun, weil je geordneter ein Zustand ist, umso mehr Information enthält er ja, ist ja klar. Also das bisschen Information, was jetzt zum Beispiel durch mich in die Welt gekommen ist, das hat das Universum ja einen wahnsinnigen Aufwand gekostet. Das heißt, die Menge an Unordnung ist im Vergleich zu der Menge an Ordnung, die zum Beispiel in einem Lebewesen wie mir steckt. Ich will das jetzt nicht zu subjektiv machen, diese Sendung, aber ich bin ja jetzt hier der Einzige vor der Kamera, deswegen bleibt nichts anderes übrig. Ja? An Information ist winzig im Vergleich zu dieser riesigen Menge an Unordnung, die da entstanden ist. Man könnte es auch anders sagen. Machen wir es mal etwas weniger menschlich. Sozusagen. Die Entwicklung von Molekülen in der frühen Erdgeschichte, hier diese DNA-Sache, ja? Dass also diese schön ineinander gewinkelten Moleküle aufgetaucht sind. Ja, das muss ja was ganz Besonderes, natürlich ist es was ganz Besonderes gewesen sein. Aber thermodynamisch gesprochen, ist das ein Klacks. Was hat die Erde für einen riesigen Entropieaufwand erzeugt, um diese Moleküle da zu konstruieren? Ja, das ist ja gewaltig. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nur damit das mal klar wird. Weil das führt zu so vielen Missverständnissen, das ist schon, was nehmen wir denn? Ach genau, ja, die Sache mit dem Buch. Ein Buch, wissen wir, ne? Buch, also nicht nur, passt schön an die Wand, sondern man kann es ja auch lesen. 1000 Seiten, immer ein Buch mit 1000 Seiten. Auf jeder Seite seien 50 Zeilen und in jeder Zeile seien 70 Zeichen. Und dann kriegt man eine bestimmte Menge an Informationsbits, wird es genannt. Ja, Computer, diejenigen, die einen Computer kennen, wissen, wovon ich spreche. Bits, das sind Informationseinheiten. Und die Anzahl an Informationen, die in diesem Buch steckt, wenn man die thermodynamisch betrachtet, dann ist es ein Maß für die Entropie. Die Anzahl der Informationen, die da drin steckt, ist recht hoch. Allerdings ist die Entropie, die da drin steckt, ja, die ist riesig. Ja. Sie nehmen wesentlich mehr Information auf, wenn Sie Wurstsemmel essen, als wenn Sie ein Buch lesen. Sie werden es nicht glauben. Ja. Doch, ist aber so. Ja. Weil der thermische Anteil an Informationen, den Sie da aufnehmen, im Sinne einer Entropie, geringeren Nahrung, wie zum Beispiel Wurst oder Butter oder irgendwas anderes oder Käse, ist viel höher als das, was da an Informationsmenge vom Buch auf Sie zukommt. Das ist fast nichts. Das ist fast gar nichts. Ja? Das heißt, man muss wirklich extrem aufpassen, wenn man den Begriff der Entropie in Bereiche hineinsetzt, wo er gar nicht hingehört. Und da... Ich will es nochmal andersrum sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass mit dem Buch das ist nicht so gut bei Ihnen angekommen. Nehmen wir Bier. Nehmen wir ein Glas Bier. Einen halben Liter helles. Frisch gezapft. Ist oben Schaum drauf. Wenn man 20 Minuten wartet, ist der Schaum weg. Jetzt ist doch Schaum eigentlich was völlig Ungeordnetes. Ja? Müsste doch eigentlich ein Zustand niedriger Entropie sein. Ja? Nee, hohe Entropie, stimmt, genau, Sie haben natürlich völlig recht. Also völlig ungeordnet muss ein Zustand hoher Entropie sein. Ja? Und danach ist der Schaum ja weg und man sieht nur noch auf diese klare Flüssigkeit. Ja? Alles sieht sehr schön geordnet aus. Falsch. Völlig falsch. Der Schaum zerfällt in Flüssigkeit, weil die Entropie bei diesem Schaumzerfall zur Flüssigkeit hinzunimmt. Der Schaum, diese Blasenwände sind nämlich... Zwangsbedingungen an System. Das heißt, im Schaum, im Bierschaum ist eigentlich mehr Information als in der Flüssigkeit, weil die Teilchen sich in den Blasenwänden nur bewegen können, aber in der Flüssigkeit sich völlig frei bewegen können. Das heißt, die Anzahl der Möglichkeiten, denken Sie ans Kartenspiel, ja? Die Anzahl der Möglichkeiten in einer Flüssigkeit
ist viel größer als die Anzahl der Möglichkeiten für die Teilchen, sich in einer Schaumblase zu bewegen. Entropie hat also viel eher was damit zu tun, welche Zwangsbedingungen in einem physikalischen System auf die Konstituenten, also auf diejenigen, die in diesem physikalischen System irgendwas tun, in dem Fall eben die Flüssigkeitsteilchen vom Bier, sich bewegen können. Was Ordnung ist und was Unordnung ist, ist in vielen Fällen überhaupt nicht so klar. Klar aber ist, dass wenn ein System offen ist, und davon war ja vorhin die Rede, die Erde ist ein offenes System, sie bekommt Energie und gibt Energie ab, so wie wir Lebewesen. Wir bekommen Energie und geben Energie wieder ab, beziehungsweise wir nehmen entropiearme Dinge auf und geben entropiereiche Dinge ab. Dass in einem offenen System, solange dieser Energiefluss funktioniert, tatsächlich sehr kleine Inseln auftreten können mit sehr, sehr niedriger Entropie. Aber in einem geschlossenen System, da nimmt die Entropie immer zu. Da gibt es überhaupt kein Vertun. So ein System zum Beispiel, Sie sehen, das ist eine Sendung voller Beispiele. Nehmen wir einen Kasten. Das können Sie sich vorstellen, wir haben so einen Kasten und in dem Kasten ist Gas. In dem Gas, jetzt können wir in den Kasten einführen, eine Wand. Wenn ich jetzt aufgrund von einem äußeren Zwang alle Gasteilchen in die eine Hälfte dieses Kastens presse und dann eine Wand da reinziehe, dann habe ich natürlich für die Teilchen, was den Gesamtkasten betrifft, sozusagen die Anzahl der Möglichkeiten halbiert, weil die eine Hälfte, da kommen die Teilchen ja nicht rein. Damit habe ich im Prinzip eine Entropiereduktion vorgenommen. Aber was musste ich tun? Ich musste Energie aufwenden, um diese Gasteilchen in dem einen Teil zu halten. Sobald ich die Wand wegziehe, was wird das Gas machen? Es wird sich wieder gleich verteilen. Eine Gleichverteilungssituation ist eine Situation höchster Entropie, also geringster Information. Ist das klar? Also, wenn ich in dem Kasten bin nachher und alles ist gleich verteilt, habe ich aber praktisch überhaupt keine Information mehr, wo rechts und links ist. In dem Moment aber, wo Energie in das System reinkommt, gibt es auf einmal die Möglichkeit, die Entropie zu verringern. Allerdings muss eben die Entropie von außen kommen. Ja? Die Entropie, Quatsch, die Energie von außen kommen. Merken Sie, tut mir leid. Sie noch da? Okay. Also die Energie muss von außen eingeführt werden, dann kann das System im Innern eine niedrigere Entropie haben. Und damit ist auch klar, wie im Universum überhaupt irgendetwas entstehen kann. Sie können zum Beispiel auf diese Art und Weise ohne Probleme direkt die Galaxienentstehung verstehen. Ja? Wie konnte das passieren? Es gibt eine äußere Energiequelle, in dem Fall nämlich die Gravitation, die dazu führt, dass das Material in ein Gravitationspotenzial hineinfällt und sich dort strukturiert. Dabei wird aber wahnsinnig viel Entropie erzeugt, denn ein riesiges Volumen, aus dem das Gas ursprünglich kam, ja, war ja daran beteiligt. Das heißt, es wird eine Insel mit einer niedrigeren Energie erzeugt in einem Meer von Unordnung. Und deswegen, aus diesem Grund, weil es im Großen und Ganzen eben ständig alles zerfällt, ist die Entropie nur anwendbar in einem klaren, physikalisch gegebenen Sinne. Anders sollte man das nicht verwenden. Man sollte Entropie nicht zusammenbringen mit der Entwicklung von Gesellschaften oder mit Psychologie und so weiter. Sondern Entropie ist eine physikalische Aussage über die Anzahl der Möglichkeiten in einem physikalisch gewählten Raum. Und sonst gar nichts. An der Stelle kann ich wirklich nur sagen, wir bezahlen mit Anschaulichkeit, aber wir gewinnen eben dafür den Preis der Erkenntnis.